Hey Leute, hinter uns steht schon der Shuttle. Für uns geht's jetzt weiter nach Panama, über die Landesgrenze von Costa Rica. Dann geht's auf eine Fähre nach Bocas del Toro, auf diese kleinen Inseln. Bin super gespannt, was uns da erwartet und freue mich schon richtig auf die Reise. So, wir sind jetzt am Grenzübergang, mussten hier gerade schon abstempeln in Costa Rica, laufen jetzt über die Brücke nach Panama und müssen dort wieder einstempeln. Dann sind wir in Panama. Ja. Reibungslos funktioniert und jetzt geht's zur Fähre und dann sind wir gleich auf dem Bocas. Wir sind jetzt auf Bocas del Toro angekommen. Der erste Einblick ist auf jeden Fall schon mal mega schön. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Apartment, packen aus und dann gucken wir uns die Stadt an. So, wir sind jetzt in unserem Apartment angekommen. Wir haben tatsächlich Platz für 5 Leute. Wir haben 2 Doppelbetten, ein Einzelbett, eine große Küche. Ich glaube, wir bezahlen nur 10 Euro pro Person pro Nacht. Also super, super günstig und man könnte hier eigentlich mit 5 Leuten übernachten. Also super krass und wir sind echt zufrieden bisher. Ich bin übrigens ein bisschen verwirrt, weil die Provinz, in der wir sind, also quasi der Bundesstaat, heißt Bocas del Toro. Das inkludiert die Inseln hier, das inkludiert aber auch einen großen Teil vom Festland. Dann heißen einmal die Inseln hier als Gesamtpaket Bocas del Toro und der Ort hier auf der Insel heißt Bocas del Toro. Aber die Insel hier heißt Isla Colón. Also ich habe es jetzt erst verstanden, wie das hier genau eingeteilt ist. Und wir erkunden jetzt auf jeden Fall Bocas del Toro, den Ort auf der Insel Colón.
der Flughafen ist einfach offen. Das ist ein altes Fußballfeld auch irgendwie. Man kann da einfach so durchgehen, das juckt niemanden. Also der Ort Bocas del Toro ist wirklich nicht der größte, er hat aber seine schönen Ecken. Es gibt aber auch Ecken, die wirklich super runtergekommen sind. Aber allen in allem ist es wirklich ein ganz schöner Ort. Und die nächsten Tage werden wir auf jeden Fall noch die Insel Colón entdecken und mal schauen, was es hier noch gibt. Es soll einen Seesternstrand geben und noch ein paar andere coole Dinge. Und ich überlege noch einen Tauchschein hier zu machen. Mal gucken, ob ich den mache, weil es echt teuer ist. Aber ich werde mir das die Tage mal überlegen. Guten Morgen, wir haben uns heute Fahrräder gemietet und erkunden einmal die Insel mit den Fahrrädern. Das hat für den ganzen Tag nur $7 pro Person gekostet, also super günstig für einen Fahrradverleih. Und mal schauen, was es sonst noch so auf der Insel gibt. So, wir sind jetzt am Playa Bluff angekommen und der Strand ist wirklich unglaublich schön. Richtig schön, hat sich wirklich gelohnt hinzufahren. Hier steht einfach mitten auf der Insel im Gebirge so eine Burg, die komplett aus Plastikflaschen gebaut ist. Sieht wirklich mega cool aus. Man kann da momentan leider noch nicht rein, wegen der Pandemie immer noch. Aber auf jeden Fall wollen die mit der Burg aufmerksam machen, dass man nicht so viel Plastik verschwenden soll. Ich finde das eine ganz coole und kreative Idee und sieht auch wirklich mega gut aus. Guten Morgen, wir versuchen heute zum Playa Estrella zu kommen. Das ist ja der berühmte Seesternstrand. Ich hoffe, das klappt alles, weil man muss mit Bus fahren und irgendwie sind die Zeiten nicht so ausgeschildert. Wir wissen nur grob, wo der fährt, aber das wird auf jeden Fall. Wir sind jetzt in Bocas del Drago angekommen. Das Ganze hat etwa 45 Minuten mit einem kleinen Bus gedauert. Aber es ist wirklich unglaublich schön hier und wir laufen jetzt zum Starfish Beach. Es ist wirklich paradiesisch hier, also ich kann es gar nicht mehr in Worte fassen.
Da ist einer. Es gibt ja halt überall Schilder, dass man die Seesterne nicht anfassen soll, weil die halt auch sterben können, wenn man die berührt. Aber es gibt ja trotzdem so viele dumme Menschen, die einfach aus dem Wasser heben und angucken. Und gerade habe ich das sogar welchen gesagt, dass sie davon sterben können. Und die hat das einfach gar nicht gejuckt. Ich verstehe es einfach nicht, was das für Menschen gibt. So, das war jetzt auch schon unser letzter Tag hier heute auf der Isla Colón und in dem Örtchen Bocas del Toro. Es war wirklich super schön hier die Zeit und es ist wirklich cool, mal wieder dieses Inselfeeling zu haben. Irgendwie liebe ich Inseln einfach und es ist super cool hier zu sein. Ein absolutes Highlight war natürlich der Seesternstrand. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben Seesterne gesehen, das ist wirklich das erste Mal. Und da waren wirklich haufenweise Seesterne. Leider auch ein bisschen überlaufen von Menschen teilweise, aber trotzdem super schön und mir hat es ja wirklich super gut gefallen. Ich glaube Marie auch, die hat nichts anderes gesagt. Und für uns geht es morgen dann weiter auf die Isla Bastimentos, die soll auch super schön sein. Ich bin super gespannt, wie es dort ist. Und wir freuen uns drauf! Und es ist einfach schön, wieder unterwegs zu sein. Ich merke auch, dass es mir wieder gut tut. Ich bin wieder super, super gut drauf. Und ich freue mich auf alles, was in der Zukunft noch kommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao!